Hallo YouTube, da sind wir wieder. Direkt mit einem, mit dem Erstellen eines Speicherstandes. Und wir gucken mal, was wir hier noch kaufen können, weil Lederwaren, wir haben ja so viel Lederkrempel eingesammelt. Ja, natürlich. Dass wir hier bestimmt ordentlich was loswerden können. So, Eisenpfeile erstmal weg damit. Bögen, Holzfäller-Axt, Runenkriegs-Axt, Runenschwert, Stahl-Axt, Stahldolch, Stahlpfeil. So. Oh, die hat aber viel Gold. Aber bunten Stiefel, da. Moment, das ist alles besser als das, was wir anhaben. Müssen wir nochmal ganz kurz gucken, was wir schuhmäßig so tragen. Mit 8. Hier haben wir ja welche mit 11. Gesegnete Lederhandschuhe. Nicht, dass ich Schuhe hier ablege, die uns irgendwie Boni geben. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Zeig mir Zeug. Natürlich. So. Schild kommt jetzt auch weg. Die Gifte. Ich kenne mich. Ich setze sie nicht ein. Schockschutztrank, Schockschutztrank. Lederhaut. Wollte ich die ablegen? Habe ich nicht gemacht. Weg damit. Wir sind wieder bei 800. Ich brauche aber noch irgendwen, wo ich, Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wo ich die Edelsteine verkaufen kann. Was ist hier? Schmiedehandwerk. Gucken wir da mal, was wir da noch loswerden können. Hallöchen. Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Die Händler draußen, die Magiertante und der Kerl daneben. Krieg auf... Ja? Aha. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Bestaunen. Macht, was ihr braucht und macht schnell. Hey. Toll. Schreitet wohl. Du siehst aus, als wärst du blind. Zumindest auf einem Auge. Hallo. 25 Groschen geben, damit habe ich nicht gerechnet. Was könnt ihr mir hierfür erzählen? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, hier geht's doch gleich los. Die Rollen. Nope. Hier auch gar nichts, denke ich. Erstmal, ich weiß es nicht. Das wiegt ja schon einiges, ne? Ein bisschen was, den Bitterbrandwein behalte ich mal. Ich denke, wir werden noch genug Getränke finden. Das ist aber Lebensregeneration. Hier ist nämlich Wasser, 30 Punkte Wein, okay. Das verstehe ich nicht, dass die verschiedene Werte haben. Ich verkaufe einfach mal die billigen. Vom Effekt her sind das ja die gleichen. Dann heben wir uns irgendwie 3 Wein auf. Und den Branntwein hauen wir auch weg.
So. Die Eispranken, die futtern wir gleich. Du kannst weg. Und die Bücher können weg. Ja, hier kommen wir der Sache näher. So, wir sind wieder bei über 1000 Groschen, beziehungsweise 1000 Gold. Das ist doch ganz schön. Dann gucken wir jetzt so nochmal unser Inventar durch. Ach, den Stab. Den können wir aber ablegen in die sichere Truhe. Wo ist eine Wolke aus Kälte, die 7 Punkte an Leben und Ausdauer verursacht? Spinnengift, das will offensichtlich keiner haben. Das lasse ich jetzt alles drei fallen, ist mir egal. Ich habe ihnen da was hingelegt. Die Eispranken, die esse ich. Das wiegt nicht viel, die wiegen gar nichts. Die Seelensteine, die können wir auch mal ablegen. Bitteschön. Bisschen Spinnengift. Na, wie wär's? So, wo haben wir denn hier unsere nächste sichere Truhe? Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. In den Jahren seiner Gefangenschaft, den heiligen Posten des Großmeisters, weicht so nicht. Hier nicht. Das ist doch alles doof. Ist vielleicht in der Bank eine? Nee. Hallo? Ach, da. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich möchte in mein Goldfach einzahlen. Natürlich. Wie viel zahlen wir denn mal ein? 243. E. Eine kluge Entscheidung. Ja, und jetzt möchte ich mal mein Goldfach einsehen. Natürlich. Aktueller Kontostand 599. Durch Zinsen plus 5 Groschen pro Tag. Durch Anteile 0 Groschen pro Tag. Maximaler Zinssatz 250. Okay. Schreitet wohl. So. Wenn ich als Anfänger da reingehe, welche Klasse ist empfehlenswert? Schreitet wohl, Messer. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Gar nicht, verfolgt mich nicht. Ich denke, Krieger ist immer eine gute Einstiegsklasse. Also Schwert und Schild. Ganz klassisch. Das ist eigentlich bei den meisten Spielen ein guter Einstieg, wie ich finde. Moment mal. Ich wollte eigentlich... ins Adelsviertel. Weil ich weiß, dass da eine sichere Truhe steht. Da will ich jetzt den Stab noch schnell reinflanken. Achso, es geht gar nicht um... Ach, Dragon Age, darum geht's. Da kenne ich mich auch mit aus. Da ist... Ja, was ist da zu empfehlen? Also ich kann den Zwei-Waffenschurken, den ich im Let's Play selber gespielt habe, kann ich nur wärmstens empfehlen. Der geht ab wie Schmidts Katze. Ansonsten aber Kampfmagier tatsächlich geht auch. Kann man auch machen. So, jetzt sind wir doch inventartechnisch wieder super dabei. Den zweiten Teil, da habe ich mich leider nur durchgequält. Da habe ich auch einen Schurken gespielt. Das war ganz okay. Das ging ganz ordentlich. Und im dritten Teil habe ich habe in jedem Teil im Let's Play einen Schurken gespielt, weil ich das so durchziehen wollte. Ich entsinne mich wieder. Magier geht im dritten Teil auch ganz gut, finde ich.
Das habe ich ja abseits des Let's Plays ein bisschen gespielt. Eine Magierin. Das war, ja, das war auch okay. Das ging auch gut. Und der Schurke war, also zwei Waffenschurke in Origins ist halt schon ziemlich imbar, muss man ehrlicherweise mal sagen. Der ist schon ziemlich gut. Also er wird gut, ja, weil man eigentlich kaum noch getroffen wird und unglaublichen Schaden macht. Du kannst aber gerne, ich hoffe, die haben noch Gültigkeit, halbwegs. Ich habe auf dem Kanal auch ein paar Guides zu Klassen. Zu Skillungen etc. Bei Origins. Musst du mal schauen. Einfach mal, keine Ahnung, bei den Videos Dragon Age Origins eingeben oder so, dann wird sich schon was finden. So, die Frage ist, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich möchte zu diesem Myradenturm. Ich würde aber sagen, wir geben da kein Geld für aus, sondern wir laufen. Diesen Ort... Da setze ich mir jetzt einen Marker und da laufen wir hin. Geradeaus, Luftlinie. Nee, natürlich nicht Luftlinie. Langweilig. Mal langweilig. Mimimi, dann guck doch was anderes, wenn dir bei mir langweilig ist. Ark Haupttor. Sehr I want to go. Magie geht in allen Teilen recht gut. Was ist asynchron? Ja, meine Kamera ist ein bisschen asynchron. Das stimmt. Das kriege ich aber irgendwie nicht in den Griff. Es geht aber. Oder? So schlimm? Ich hoffe nicht. So, da hinten wollen wir hin. Dann gucken wir doch mal, ob wir, wenn wir einfach hier lang gehen, ob wir da so simpel hinkommen. Sieht für mich so aus. Wir zücken erstmal wieder die Zaubers. Messer. Mal kurz die Synchronität testen. Es geht aber. Ist nicht schlimmer als sonst. Wir können mal wieder... Wow, 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 wow. Regulär speichern. Und erstmal einen Ingo ranholen. So. Gerade irgendwo festgehangen. Wenn da ein Tier so angehuscht kommt, ist meist kein gutes Zeichen. Bestimmt irgendwo Wolfis rum. Da sind Wachen. Sind das Wachen? Warum entdecke ich hier Grubenzuflucht? Ah. Sack durchsuchen. Salz. Skelett durchsuchen. Eisenschwert. Ich würde sagen Rinder braten. Entschuldigung. Hä? Hä? Scheiße. So, das sieht doch schon ein bisschen passender aus, was den Level angeht. Hier fräsen wir doch ganz gut durch. Ist hier irgendwo noch ein Gegner? Nope. Komm, hol die Fackel raus. Wir spielen Magier und Fleischloser. Wir zaubern um die Wette. Ohne Raster und ohne Ziel. Die Magendisziplin, Elementarismus, da wissen wir doch schon alles drüber. So. Kohl. Wir brauchen unbedingt mal wieder eine Kochstelle. Wir können uns bestimmt Kohlsüppchen herstellen. Vielleicht ist ja sogar hier unten... Das war jetzt kein Kohl, das war Kohle.
Kohle. Eisenerz. Ah, ich lass das mal. Ich lass das Eisenerz mal Eisenerz sein. Dietrich. Na, Bücherverbrennung, das ist aber nicht schön. Das will ich aber nicht sehen, sowas. So, gebratener Lachs, gib her. Rolle der Arkanrune. Mhm. Kleiner Seelenstein, sogar schon netterweise gefüllt. Oh, ich habe gerade kurz gedacht, es sei Ambrosia, aber nein. Oh, hier räume ich jetzt erstmal schön alles leer. Das wird jetzt eine lootreiche Folge. Stahlpfeile, die lasse ich natürlich liegen, denn die sind nichts wert. Boah, hier kann ich ja nichts looten. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich will mir erstmal nochmal ganz kurz sicherheitshalber so einen ollen Ingo ranholen. Das war richtig klug von mir. Ich bin aber manchmal auch Fuchs. Meine Herren. Es ist nur schwer zu überbieten, was ich hier manchmal bringe. Okay, hier steht überall nur... Ja, natürlich leere Weinflaschen. Eine leere Truhe? Was stimmt denn mit euch nicht? Oh, Brot. Genesungstrank. Ein Apple. Den nehmen wir natürlich mit. Ein Bett. Wie spät ist das? Nachmittags, 2:30. Oh, was ist denn mit euch passiert? So, hier wollte ich weiter. Was haben wir denn hier? Mein Gott. Was für ein langer, schmaler Gang. Ich wollte gerade sagen, der uns ins Nichts führt. Wo sind wir? Schlammkrabben. Ist jetzt nicht so dramatisch. Oh, sogar eine imposante Königskrabbe. Wo ist die andere? Oh! Die Viecher sind echt gut versteckt. Oder schwer zu entdecken, sagen wir es mal so. Oh, Lachs fangen. Zack! Mit der Hand. Wie ein Bär. Wie ein... Oh, jetzt hätte ich jetzt... Ich weiß gar nicht, sind das braun oder schwarz? Ich glaube, es sind Braunbären, ne? Braunbären, die Lachse fangen. Was gibt's hier? Ach, ich habe gar nicht geguckt, ob da drin eine Kochstelle war. Hätte man ja mal... Ne? Und so. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Amra spielt Enderal. Was spielst du denn? Achso, ja, das ist richtig. Das stimmt. Ingo! Au! Ob dich. Boah, hier sind mega viele Höhlen. Wo sind wir rausgekommen? Okay. Boah, hier gibt es mega viel zu entdecken. Ich sehe das schon. Hier ist alles schwarz auf dem Radar. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo hochkomme. Vielleicht wieder auf dem regulären Weg oder so. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch wunderbar aus. Ja, Ingo hat sich verabschiedet. Achso, doch, ich wollte gerade sagen, Ingo ist zerfallen, ist er aber noch nicht. Dann holen wir mal einen neuen Ingo her. Ja, hopp. Bisschen zügiger. Meine Güte. Ist doch hier keine Spaßveranstaltung. Tju, das stimmt, denn die Veranstaltung ist vorbei. Da ist auch schon der Myradenturm offensichtlich. Na, noch nicht ganz.
Aber ich denke, in der nächsten Folge werden wir den auf jeden Fall entdecken. Ich sag bisher erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. So, nee.